Pflanzen und Blumen erwecken Emotionen. Das ist immer was Positives und du arbeitest mit etwas, das lebt, genauso wie man selber lebt. Und die Arbeit mit Pflanzen in der Erde bedeutet, sofort im Moment zu sein. Du bist einfach ein Teil des natürlichen Kreislaufes. Du bist einfach du selber. Ich bin Sandra Schäfer, man kennt mich auch als Balkonfreundin. Ich habe in Hamburg am Fuße der Speicherstadt den ersten Concept Store für Balkongestaltung gegründet. Bei mir kannst du alles rund um dein Thema Balkon- und Terrassenbepflanzung finden. Eine schöne Beratung, wenn du sie brauchst. Und zusätzlich machen wir ganz viele Workshops rund um das Thema Blumen. Wir machen Kerzen selber. Du kannst bei mir Keramik selber machen. Im Frühjahr gab es ja die russische Peitsche in Hamburg und es war wirklich noch mal sehr, sehr kalt und 2/3 der Bienenvölker hier in Hamburg sind verstorben und das war für mich noch mal zu sagen so, hey, wenn du es schaffst, alle Balkone in Hamburg zu bepflanzen, dann hätten die Bienen halt auch Nahrung gehabt. Und dadurch, dass ich eben sehr affin bin im Bereich Gärtnern, ja, hat sich das alles so entwickelt. Ich bin jemand, der sehr neugierig ist und der permanent dazulernt. Und dazu gehört einfach, dass ich permanent neue Sachen ausprobiere und gerne mit den Händen schöpfe. Also wir haben einmal das Arbeiten mit den Pflanzen und wir haben aber auch das Zusammenarbeiten mit den Kunden, aber auch mit den Menschen hier im Studio vor Ort, bei den Workshops. Das liebe ich ganz besonders. Selbstständigkeit bedeutet für mich, dass ich meine Fähigkeiten und Expertisen optimal einsetzen kann, dass ich auch entscheiden kann, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo und mit wem ich zusammenarbeite. Mein Tipp für jemanden, der sich selbstständig machen möchte, ist ganz klar: Fang jetzt nicht an, alles jahrelang vorzubereiten, sondern geh ins Machen. Das ist so das eine, und das andere ist, such dir Experten in dem Thema, in dem du Experte werden willst. Und das wird dann halt Perfect Match, würde ich sagen. Das Ganze natürlich immer mit ganz viel Liebe, Leidenschaft und Beharrlichkeit.